herzlich willkommen zu den Games World Daily News am Donnerstag und diesmal leider ohne Dominik, dafür aber mit sehr vielen spannenden Themen. Wir starten mit Total War 3 Kingdoms. Creative Assembly kündigt neuen Teil der Hauptreihe im feudalen China an. Battlefield 1 Operationskampagnen aus den DLCs in Zukunft für alle Spieler kostenlos. Cyberpunk 2077, erster Tweet seit 4 Jahren, schürt Hoffnungen der Fans. Und PlayStation, neuer Sony-Chef, erteilt Games as a Service eine Absage. Wenn das mal keine guten Nachrichten sind. Wir starten mit Total War 3 Kingdoms. Sega und Creative Assembly haben ein neues Total War angekündigt unter dem Beinamen 3 Kingdoms. Verschlägt's euch diesmal ins feudale China. Schon vor einigen Monaten gab es ja immer wieder Hinweise auf einen neuen Teil der Hauptreihe. Three Kingdoms dreht sich jetzt um die Zeit der drei Könige. Wer hätte es gedacht bei diesem Beinamen, während der Han-Dynastie, für alle, die geschichtlich nicht so firm sind, die war 190 nach Christus. Eure Aufgabe ist es dabei, die gespaltenen Reiche unter einem Banner zu vereinen und die Herrschaft eines Tyrannen zu beenden. Der offiziellen Ankündigung ist außerdem zu entnehmen, dass die Story diesmal offenbar eine sehr wichtige Rolle spielt. Zudem gibt es ähnlich wie in Total War Warhammer auch wieder besondere Heldeneinheiten. Der Release vom neuen Total War von Three Kingdoms ist dann für den Herbst 2018 geplant und für die nächste Zeit. Da versprechen die Entwickler zudem weitere Infos zum Spiel. Ganz interessante Sache für alle Total War Fans. Wer da so wie ich eher auf Shooter steht, der dürfte sich vielleicht für die nächste News interessieren. Battlefield 1, EA und DICE wollen nämlich die Operationskampagnen für alle Spieler kostenlos anbieten. Bisher waren diese ja lediglich den Besitzern der DLCs bzw. den Season Pass Besitzern vorenthalten. Wie DICE via Reddit mitteilt, sei es schon von Anfang an das Ziel gewesen, so viele Spieler wie möglich in diesen Operationskampagnen zu versammeln. Damit will man zudem einer Spaltung der Community entgegenwirken. Aktuell läuft die 4 Maps umfassende Kampagne Feuer und Eis. Die setzt sich dann aus den Karten der ersten beiden DLCs zusammen und ist ab sofort dann jetzt auch für alle Besitzer vom Hauptspiel, also von Battlefield 1, kostenlos spielbar. Verfügbar wird diese Kampagne noch bis zum 22. Januar sein. Danach gibt es aber eine neue, also das ist so ein fortlaufendes Ding eben. Zu erspielen gibt es dabei besondere Waffen und Skins, die jetzt halt auch alle Besitzer des Hauptspiels dann sich erspielen können. Die anderen Inhalte bisheriger DLCs, wie zum Beispiel Waffen, Fahrzeuge und auch Karten für andere Modi, die gibt es weiterhin nur für Premium-Spieler. Ich habe da so ein bisschen den Eindruck, dass EA sich so weit vom Season Pass wie möglich entfernt. War ja schon mit diesem Revolution die Kritik, die Leute, die halt von Anfang an den Season Pass kaufen, sind halt immer die Angeschmierten. Deswegen werde ich das in Zukunft auch nicht mehr tun. Kommen wir zu erfreulicheren Dingen bzw. kuriosen Dingen. Cyberpunk 2077. CD Projekt Red hat nämlich nach über 4 Jahren der Inaktivität einen neuen Tweet auf dem offiziellen Twitter-Profil von Cyberpunk 2077 veröffentlicht. Dieser Tweet fällt dazu aber auch extrem unaussagekräftig aus. Lediglich ein kurzes Beep ist zu lesen. Ja. Trotzdem schürt das die Vorfreude der Fans. Viele Spieler erwarten sich da nämlich schon bald Neuankündigungen zum Spiel. Ob jetzt dieser Twitter-Account dann in naher Zukunft häufiger genutzt wird, unter anderem auch für potenzielle Ankündigungen, das ist bislang völlig unklar. Erst im Dezember hieß es ja von CD Projekt Red, dass man den Release-Termin von Cyberpunk 2077 nicht vor 2019 verraten möchte. Möglicherweise dürfen wir uns jetzt aber dann auch in diesem Jahr schon auf einige Neuigkeiten zum neuen Projekt der Witcher-Macher freuen. Erstmals vorgestellt wurde das Spiel ja im Jahr 2012 schon. Bis auf einen kurzen Teaser gibt es, wie ihr alle wisst, bisher eigentlich gar nichts zu sehen dazu. Ich bin sehr gespannt auf dieses Projekt. Hoffentlich wird es nicht zu groß und zu ambitioniert, dass es dann letztendlich irgendwie versagt. Aber ich habe da eigentlich ganz gute Hoffnungen, genau wie bei PlayStation. John Codera, der neue Chef für Sony Interactive Entertainment. Die Meldung hat ja damals im Oktober, als er gewechselt hat, auch für viel Furore in der Community gesorgt. Trotzdem, er hat sich jetzt zum Games-as-a-Service-Modell geäußert. Nochmal für alle, die vielleicht nicht wissen, was Games-as-a-Service ist. Dieser Ausdruck beschreibt ein Finanzierungsmodell von Spielen über den Release hinaus, also über die Spielverkäufe allein. Im Kern stehen dabei Mikrotransaktionen und die allseits beliebten Lootboxen.
nicht. Mit Battlefront 2 zum Beispiel, da geriet ja unter anderem EA auch heftig in die Kritik für dieses Finanzierungsmodell. Offenbar will Sony jetzt aber nicht den gleichen Fehler machen wie EA. Via Twitter erteilte Codera den Games as a Service nämlich nun eine Absage auf die Anregung eines Fans, dass Sony sich nicht zu stark auf Games as a Service konzentrieren soll und weiterhin auch tolle Singleplayer-Spiele machen soll, antwortete er: Was dieses Thema betrifft, macht euch keine Sorgen. Unsere Vorstellung ist eine völlig andere. Ja, Codera ist wie gesagt erst seit Oktober 2017 Chef von Sony Interactive Entertainment. Die Arbeit, die wolle er im Geiste seines Vorgängers fortsetzen. Wie genau jetzt die Pläne von Sony für die Zukunft aussehen und auch wie es das halt mit den Games as a Service zu tun hat, das wird sich erst noch zeigen. Ihr wisst ja alle, dieses Geschäft boomt aktuell und dass Sony sich diesen Erfolg wirklich komplett entgehen lässt, das ist trotz so schöner Worte wie von dem John Codera hier trotzdem ziemlich unwahrscheinlich. Mal gucken, was die Zukunft bringt. Hoffentlich eine noch größere Community für Games World. Zu der kommen wir jetzt, nämlich zu euch. Gestern haben wir berichtet, dass EA offenbar plant, sein Matchmaking-System umzustrukturieren. Spieler sollen mehr Zeit in Multiplayer-Titeln verbringen. Wir haben euch daraufhin gefragt, was ihr denn von diesem neuen Matchmaking-Ansatz haltet, gerade im Hinblick auch, dass es darum geht, eigentlich mehr Lootboxen zu verkaufen und keiner will Lootboxen kaufen. Jukatit, der schreibt: Wenn ich da an Overwatch denke, wo Blizzard sagt, du wirst nach deinem Können, nicht Level, Spiele oder reine Stats gematcht, komme ich schon immer ins Grübeln. Da ich zum Release nur mit einem festen Sechser-Team für 2 Monate gespielt habe und alles weggemäht, komme ich nun, wenn ich solo mal wieder für 1 bis 2 Runden reinschaue, in die übelsten Runden mit Leuten, die anscheinend seit Release durchspielen und wahnsinnige Stats haben. Macht mir ehrlich gesagt gar keinen Spaß. Vollkommene Randomness wie in World of Tanks finde ich aber auch nicht gut. Bin gespannt, ob das mit der EA-Methode besser wird, jedoch steht die Frage im Raum, ob ich je was davon merken werde, EA, Lootbox-Horror und so weiter. Das ist halt die große Frage, man weiß halt nie genau bei Spielen, was so hinter den Kulissen abläuft. Manchmal hat man ja auch den Eindruck, dass da schon ein bisschen manipuliert wird, dass man in einer Runde total schlecht war und in der nächsten eigentlich fast mit den gleichen Spielern hat man das Gefühl, dann plötzlich total gut ist, kann ja an verschiedenen Sachen liegen, kann aber natürlich auch daran liegen, dass vielleicht schon im Hintergrund solche Matchmaking-Anpassungen oder Tricks laufen, ohne dass davon jemals irgendjemand wissen wird. Alaric, der nimmt's positiv, der schreibt: Ha, das muss ja ein System sein, welches Spieler findet, die genauso grottenschlecht sind wie meiner einer. Ja, vielleicht wird's dann auch was mit der Shooter-Karriere. Wäre ja auch cool, ne? Ist ja dann immer die Einsteigehürde, wenn die relativ niedrig ist und sich so peu à peu eben erhöht, ist es ja auch nicht schlecht, wenn man jetzt nicht der große Shooter-Spieler ist eigentlich, weil sonst ist das immer ziemlich frustrierend. Electronaut87 schreibt: EA manipuliert ja schon länger in FIFA rum mit dem sogenannten Momentum. Wenn das eigene Team plötzlich auf Kreisklasse-Niveau verteidigt etc., finde ich genauso schrecklich wie so eine Gummiband-KI in Rennspielen. Ich möchte ja eine Lernkurve in Spielen haben, sprich, ich erarbeite mir mein Können Schritt für Schritt ohne magischen Zugriff durchs Spiel, auch wenn es dadurch anfangs frustrierend sein kann, öfters zu verlieren. Ja, es ist halt so, wenn du öfter auf den Sack kriegst, wie zum Beispiel bei so Taktik-Shootern oder so, die ich halt gern spiele. Wenn du da am Anfang öfters auf den Sack kriegst, klar, man ist dann nicht so motiviert weiterzuspielen, aber trotzdem, man lernt ja aus seinen Fehlern und dann stellen sich ganz schnell so Erfolgserlebnisse ein, dass man sagt, okay, ich habe jetzt auf den Sack gekriegt, jetzt weiß ich, was ich falsch gemacht habe, der Fehler lag bei mir, nächstes Mal in der nächsten Situation mache ich es anders. Und das ist einfach ein ganz normaler Lerneffekt und der ist halt bei Spielen auch, finde ich, essentiell dafür verantwortlich, dass solche Spiele auch Spaß machen, weil ansonsten ist es irgendwie doof. Prolo schreibt: Ich finde ein gerechtes Matchmaking schon nicht verkehrt. Das spornt auch den Nicht-Hardcore-Ruxor-Ruler an, ein Spiel zu spielen, weil er weiß, dass er auch eine Chance hat. Dann gewinnen, denn gewinnen wollen wir schließlich alle. Ob die Änderung das bessert? Keine Ahnung. Matchmaking hin oder her, härter und effizienter gegen Cheater vorgehen wäre mir viel wichtiger. Sollen die Ressourcen darauf verlegen und nicht irgendwelche durchaus schon gut funktionierenden Mechaniken zum 12. Mal zu verschlimmbessern? Ja, es kann auch ganz schnell nach hinten losgehen. Solche Tweaks am Matchmaking-System, dass dann am Anfang vielleicht gar nichts funktioniert, dass dann überhaupt keiner mehr Bock hat, dieses Spiel zu spielen, weil das Matchmaking halt so scheiße ist. Siehe so Paradebeispiele wie zum Beispiel For Honor. Geht schnell nach hinten los. Und der Kampf gegen die Cheater, finde ich, sollte auch im Vordergrund stehen. Obwohl,
ist in den aktuellen AAA-Titeln jetzt nicht mehr so groß das Problem, habe ich zumindest gefühlt so den Eindruck. Der Zocklog schreibt, ein funktionierendes und faires Matchmaking wäre in Multiplayer-Spielen optimal. Da sind wir uns, glaube ich, sowieso alle einig. Ist halt die Frage, wie das konkret aussieht. Das Verhältnis von Siegen und Niederlagen, ich weiß nicht. Das hängt doch oft nicht nur von einem selber ab, sondern vom ganzen Team, in das man gematcht wird. Nervig insbesondere, wenn es kurz vor Rundenende passiert und die Spieler des verlierenden Teams rausgehen. Dann ist auch die Frage, wie das Rausgehen aus der Runde für die gewertet wird und. Ich fände jedenfalls ein Ligensystem besser, vor allem für Einsteiger bis zu einem bestimmten Level. Ja, das Problem mit Ligensystemen ist halt dann auch wieder, wie der Jukatit geschrieben hat, dass wenn du am Anfang immer mit Freunden spielst und höher gerankt wirst, dann in einer Liga oder in einer Gruppe spielst, allein spielst, die halt vielleicht nicht so gut ist wie deine Freunde und du dann halt permanent auf den Sack kriegst. Das passiert da halt ziemlich schnell. Kalle K. schreibt, sehr leicht auszunutzen, ein paar Parameter schärfer gestellt und schon kann man testen, ob die Gamer Lootboxen frustshoppen gehen, weil sie immer nur gezielt knapp verlieren und sich den kleinen Boost für 5 bis 10 Euro zum Weiterkommen gönnen wollen. Und Electronic Arts ist genau die Art gewinnorientiertes Aktienunternehmen, das so etwas testet. Davon kann man ausgehen, mittelfristig könnte das sogar dann im Offline-Gaming integriert werden. Ist ja auch kein Geheimnis, dass EA das wirklich vorhat, also auch in Offline-Spielen, haben wir ja gestern auch berichtet, ein bisschen am Schwierigkeitsgrad zu zaubern, dass die Leute halt nicht so schnell frustriert sind. Ob das sich jetzt wirklich lohnt und ob halt, klar, mit diesen Lootbox-Verkäufen ist es halt immer so, je länger Spieler in dem Spiel bleiben, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie in der Zeit halt Lootboxen kaufen. Ob das jetzt für einen Einzelnen zutrifft, ist halt immer die Frage, kann man aus solchen Statistiken halt nie wirklich so herauslesen. Ich hoffe mal, dass es dann wirklich nicht so ist, dass man halt quasi dazu gezwungen wird, weil dann ist das Spiel halt abgekatert und ja, das macht halt dann auch keinen Spaß mehr. Der Green Legend zum Schluss, der schreibt, das neue System, sofern es kommen sollte, ist ein zweiseitiges Schwert mit zwei Seiten. Auf der einen Seite können Leute, die nicht 24 Stunden am Tag spielen, auch mal ein gutes Spiel machen. Wenn es aber nur darauf abzielt, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, ohne Rücksicht auf die wichtige Kundschaft zu nehmen, kann es schnell zum Gegenpendel ausschlagen. EA hat in der Vergangenheit viel getan, Kunden zurückzugewinnen. Sie sollten es also gut überlegt einsetzen, denn die Grundidee könnte ja auch sehr gut umgesetzt werden. Das ist auch immer das Problem, was ich mit EA habe. Einerseits haben sie in den letzten Jahren wirklich viel gemacht, gratis DLCs und so weiter. Andererseits hat man den Eindruck, dass das eigentlich immer auch nur Deckmäntelchen dafür sind, den Leuten halt, wie du sagst, das Geld aus der Tasche zu ziehen und man trotzdem irgendwas kaufen muss im Nachhinein oder dass sich das nicht ganz so rund anfühlt oder es fühlt sich an wie, ja, wir schenken euch gratis DLCs, die sind aber halt aus dem Spiel rausgeschnitten und ja, ob das dann so wirklich toll ist, ist halt die Frage. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Eine kleine Bitte habe ich noch. Ich muss nämlich heute, weil der Domi nicht da ist, dieses ganze wunderbare Newsformat selber schneiden. Das heißt, wenn es ein bisschen anders aussieht, als ihr es gewohnt seid, jetzt hier das Video, wie ihr seht, oder wenn irgendwelche Einblendungen jetzt nicht ganz so on point sind, dann tut mir das leid. Ich schneide nicht wirklich sehr oft diese Daily News. Es ist das erste Mal. Deswegen gleich im Vorfeld bitte ich um Verzeihung. Vielleicht ist es euch ja gar nicht aufgefallen. Das wäre natürlich auch wunderbar. Und noch wunderbariger wäre, wenn ihr wieder die Daumen erhebt für uns, für unser Newsformat. Wir sehen uns dann morgen wieder in den Daily News. Bis dahin, macht's gut.